Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Grounded. So, wir hatten ja eigentlich vorgehabt, demnächst hier dieses Unterwasserlabor im Teich zu untersuchen. Allerdings sind wir echt schlecht ausgestattet. Also wir haben ja gesehen, man kann noch Schwimmflossen machen und wer weiß was noch alles für Unterwasser. Und ich würde behaupten, seit wann kann ich denn das machen? Bombardierkäferbrocken, Marienkäferkopf, Seidenseil. Das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht. wer weiß, was wir noch alles machen können, damit wir tauchen können. Wir haben ja jetzt das Kiemrohr. Ich weiß gar nicht, ob die Schwimmflossen, die heißen natürlich hier anders, die heißen hier Flipflossen. Die können wir rein theoretisch noch machen. Und ich möchte behaupten, dass wir vielleicht wie beim Heckenlabor extrem schlecht ausgestattet sind. Und dementsprechend werden wir später das Labor erforschen. Erstmal müssen wir dafür sorgen, dass wir hier wesentlich besser ausgestattet sind. Also wir brauchen Nahrung, muss wieder aufgefüllt werden. Habe ich eigentlich noch was? Ja, das war aber kurz vorm Verfallsdatum. Richtig Glück gehabt. Genau, wir müssen nämlich die... ja, wir müssen uns da besser ausstatten. Wir brauchen mehr Sachen, dass wir unter Wasser arbeiten können. Wir wollen die Küche noch bauen. Hier wollen wir weiter. Und wir haben vieles, vieles vor und wenig Zeit, um das alles auf einmal zu machen. Also würde ich behaupten, wir fangen jetzt peu à peu an. Was ich aber gern ausprobieren würde, bevor wir jetzt hier groß anfangen mit Bauen. Ne? Wir haben ja das Kiemrohr schon hergestellt. Oder? Haben wir das schon hergestellt? Wo ist denn die Kiste mit Teichgut? Teichgut. Wir haben es sogar im Inventar. Das ist ja praktisch. Ich würde gerne mal gucken, wie lange kann ich mit dem Kiemrohr die Luft anhalten? Also, oder tauchen. Wir können ja 30 Sekunden tauchen ohne Kiemrohr. Und wie viel Zeit holt uns das Kiemrohr nochmal raus? Ne, da sind unsere Radnitz-Spendenfreunde. Ich frage mich echt, wo dieser Bombardierkäfer hin ist. Weil den müssen wir auch noch zerlegen. Marienkäferkopf brauche ich jetzt auch noch. Die Liste wird immer länger. So, aber erstmal wollen wir gucken, wie lange können wir da mit Kiemrohr tauchen. Wir gehen erstmal an so eine sichere Ecke, damit uns die Spinne hier nicht auf den Nerv geht. Springen wir wieder auf das Rosenblatt. Können wir gleich ins Wasser gucken, ob da irgendwas ist. So, müssen wir das denn ausrüsten? Bestimmt. Nein. Nein. Vielleicht, wenn wir die Maske absetzen. Boah, professioneller Taucher hier. So, hier ist alles safe. Kein Koi in der Nähe. Den haben wir ja, glaube ich, schon gesehen. 80 Sekunden, oh, das ist aber ein gewaltiger Unterschied. Wenn wir schon so lange tauchen können und mal hier sind, können wir gleich ein bisschen Rosenwachs farmen. Allzu viel ist ja nicht da, aber das, was da ist, nehmen wir mit. Gut, jetzt haben wir hier Rosenwachs schon mal ein bisschen. Da ist noch was, das nehmen wir auch noch mit. Da ist auch noch was dran, ne? Und an der ist noch was dran. Okay. Können wir einmal Luft schnappen? Ich weiß noch nicht genau, was können wir denn alles mit den Algen machen. Aber wir nehmen jetzt einfach mal ein bisschen was mit. Der Ton ist noch nicht respawned, ne? Nee. Das ist natürlich schade. Aber wir können... Oh. Können wir hier noch mal ein bisschen Seegras abbauen? Ich glaube, das ist der hier, ne? Ist das auch schon Seegras? Ah, eine ekelhafte Unterwasserspinne. Ach, wir brauchen ja den Dolch. Der Jude-Dolch. Nee, wenn wir schon im Wasser sind, dann können wir gleich mal unsere Kisten aufbessern. Einmal kurz Luft holen.
Okay, bis jetzt sieht alles sicher aus. So, wo ist denn das hingefallen? Oder sammle ich das direkt? 6 Stück, wie viel hatte ich denn vorher? Oh nein. Kann die aus dem Wasser raus? Eine gute Frage, ne? Eine sehr gute Frage. Na, eigentlich ist sie ja eine Unterwasserspinne. Verdammter Blutsauger. Wo ist denn die hin? Ich glaube, die Luft ist rein. Okay, wir brauchen noch mal. Ich will noch mal zum Seegras. Wir hatten jetzt 6. 6 Stück in der Tasche. Aber wir haben das ja alles, glaube ich, letztes Mal in die Kiste gepackt. Hält aber lange, ne? Und dann können wir hier den Ton noch gleich mitnehmen. Und da liegt auch noch irgendwas, was funkelt. Aber ist wahrscheinlich nur ein Kieselstein. Aber von der Zeit her, das macht ja, also der Kiem, das Kiemrohr, das macht ja ordentlich was aus. Aber können wir wesentlich länger unter Wasser bleiben. Das ist schon mal sehr gut für die Basis. Wenn wir dann noch die Flipflossen haben, können wir höchstwahrscheinlich ewig lange tauchen. Oh. Oh, ich bin auch noch unterm Frisbee. Das ist ja jetzt schlecht. Ja, aber das schaffen wir. Oh, das war aber allerhöchste Eisenbahn. Doch wäre uns ja fast die Luft weggeblieben, war. Da hinten ist noch ein bisschen Ton. Den können wir auch noch abbauen. Ich meine, wenn wir eh schon hier im Wasser sind, ne? Was ich aber noch gerne hätte, wäre auch mehr Ameisenrüstung, damit ich ein bisschen mehr tragen kann, wenn ich mal Löwenzahn oder Rasen abbaue. Ist das ein normaler Stein hier? Okay. Können wir gar nichts mitmachen? Gut, dann würde ich jetzt gern einen Bombardierkäfer killen. Ein Marienkäfer, eine Spinne, ein paar Ameisen. Und dann würde ich mir gerne eine Rüstung machen, eine Küche und besseres Werkzeug. Aber das ist alles. Ah, ich will so viel. Man will immer so viel. Was sind das? Ach, Pollen. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit mache, aber ich nehme es mal mit, ne? So, 6 von 6, wir sind voll. Das können wir einmal mit nach Hause nehmen. Jetzt müssen wir nur aufpassen wegen der Spinne. Okay. Gut, 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 gut. Oh, das ist ja praktisch. Die Bombardierkäfer sind wieder da. Ausnahmsweise freue ich mich darüber, die Kerle zu sehen. Auch wenn ich die ziemlich anstrengend finde. Ja, er ist schon wieder sauer auf uns. Die sind aber auch leicht reizbar, ne? Der hat ein leichtes Aggressionsproblem, der Gute. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben Kieselsperr. Der ist sowieso im Eimer. Aber wir haben ja 3 Stück. Mit dem kann ich gar nichts machen. Ich kann ihn auch nicht ablegen. Na gut, wenn nicht.
Nimm es nicht persönlich, aber ich bin eine Küche. Au, au, au. Das war knapp. So ein fetter Käfer und jeder zweite Pfeil geht daneben. Unfassbar. Obwohl, du bist gerade sehr angenehm, dass ich dir ein bisschen Schaden machen kann. Ach, den letzten kann ich nicht werfen, weil er kaputt ist. Oh, das ist ja frech. Naja, wir haben ja noch ein paar Pfeile. Ich hoffe, das reicht, sonst müssen wir den Rest mit dem Dolch machen. Warte, 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 warte. Da sehen wir gleich aus wie ein Held. Okay. Uah! Eiskalt. Eiskalt mittendurch abgestochen. Oh. Wenn ich das später am Lagerfeuer erzähle. Ja, so ein riesen Bombardierkäfer und ich hatte nichts weiter als ein Dolch. Und eiskalt habe ich ihn damit erlegt. Das glaubt mir ja keiner. Eiskalt mit dem Dolch ein Bombardierkäfer erlegt. Okay, ich brauche aber immer noch mehr Rüstung. Aber erstmal muss ich jetzt gucken, kann ich jetzt meine Küche bauen? Oh, dann könnte ich richtig geile Sachen kochen. So, wo waren die Küche? Hier. Kochkunst. Unkrautstängel habe ich. Kochdrüse, Säuredrüse. Aber die habe ich doch in der Kiste gehabt, ne? Die Kiste ist leer. Die Kiste ist leer. Netzzeug. Achso, stimmt. Ich habe ja die gar nicht umgesetzt. Ja, das ist ein bisschen nervig, dass dieses Blatt immer wieder durchkommt. Aber da können wir leider nichts machen. Wir können es halt immer nur wieder wegnehmen. Stein habe ich nicht. Klee auch nicht. Gut, wir brauchen. Was brauchen wir denn? Säuredrüse. Das müsste doch schon reichen. Dann neuen Unkrautstängel. Ach so, ja. Die kann ich ja sowieso nicht mit einem Mal nehmen, ne? Ach, jetzt habe ich den Ton rausgepackt. Den erstmal einen Hammer in der Hand nehmen. Wollen ja auch fachmännisch wirken. Ton war in der Kiste. So, zwei Stück, mehr brauchen wir nicht. Ich glaube, die Stängel, die müssen später. So, wie sieht denn das optisch aus? Wo könnte ich die denn hinbauen? Ich sag mal, grundsätzlich, Küche können wir später hier machen. Oder hier so. Ich kann ja immer noch alles umsetzen, ne? Also wir sind ja nicht gezwungen, das so zu lassen. Oh, drei Stängel noch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, wir können ein Müllbrotleib machen und Fliegenklatschus. Dafür brauchen wir Fliegendörrfleisch, Eichelbrocken, Madenschleim und hierfür brauchen wir Milbenpelz, Pilz und Läusedörrfleisch. Gut, das habe ich nicht. Das hätten wir auch. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja, müssten wir noch ein paar Läuse jagen. Mal ein bisschen Licht an.
Gut, hier ist ja auch nichts mehr drin. Ich würde gleich noch mal ein paar Seidenseile machen. Schon mal pro forma. Die brauchen wir sowieso später. Ne, hier. Seidenseil. So, die kann schon mal ein bisschen für uns arbeiten. Dann einmal einen Schluck trinken. Oh, mega durstig. Ja. Schwimmst eine Stunde im Teich, ne, und bist trotzdem durstig. Da. Unfassbar. Gut, dann könnten wir, weil wir jetzt sagen, wir bauen hier die Küche. Oder so eine, kann ja eine offene Küche sein, ne? Aber dann würde ich behaupten, machen wir es gar nicht so kompliziert. Diese Wand. Dahin. So, den können wir gleich noch ein bisschen verrücken. Und dann können wir hier eigentlich auch schon mal eine Wand stellen. Aber dafür haben wir jetzt nicht mehr genug Löwenzahn, oder? Doch, reicht genau für 3 Wände. Ach, schade, ich wollte Fundament gern weitermachen. Aber naja, wir müssen ja gucken, dass wir überhaupt vorwärts kommen, ne? So, dann würde ich sagen, den stellen wir nochmal ein bisschen um. Ich hätte so ein bisschen mittig. Ist das schief? Also in diesem Spiel sieht immer alles schief aus, ne? Doch, das ist besser. Ist ja relativ gerade. Wir kommen überall ran. Gut. So, dann kommt hier so eine Art Sitzlounge. Hier kommt so ein 80 Zoll Flatscreen an der Wand. Da könnte ich ja hier hinten dieses... Wo ist denn der? Da. Können wir sogar vom Fenster aus sehen, ne? Ne, sehen wir jetzt nicht da hinten diese Spielkonsole, die da liegt. Die können wir doch hier... Oh, Mega-Fernseher, so Heimkino-System. Als Heimkinoanlage. Warte, wir gehen mal nach oben, gucken, wie es von da aus sieht. Mega. Okay, einmal... Du musst hier weg. So. Das hat mich jetzt ein bisschen genervt. Der kann da einfach nicht liegen bleiben. Den brauchen wir. Ei, wir brauchen so viel. Jetzt brauchen wir... Also wenn wir kochen wollen würden, bräuchten wir Läuse. Die Blattlaus. Löwenzahn haben wir sowieso aktuell hier vorne nicht. Wir könnten da hinten noch welchen abbauen, wo die Spinne mal patrouilliert. Wir wollen noch Ameisen killen, damit wir besser farmen können. Wenn ich auf Herstellen gehe und ich sage, ich möchte einen Ameisenhelm, dann brauche ich... Ah, Milbenpelz brauchen wir auch. Ah, ich weiß gar nicht, wie viel wir davon überhaupt noch haben. Milbenpelz. Also wir haben auch keinen Ameisenbrocken. Schon mal sehr gut. Und einen Milbenpelz. Damit werden wir die Welt nicht rausreißen, ne? Und hier hinten haben wir bis jetzt nur Netzgut und Teichgut. Die war auch leer. Noch dreimal Seide. Und Teichgut. Dann können wir das hier schon einmal mit rüber packen. Die kann man auch nur 5 stacken. Ja. Und da.
Netz kann gleich ins Netz, gut. Bombardierkäferbrocken. Brauchen wir vielleicht die Kiste für Insektenteile? Für die Übersicht. Aber die würde ich... Da würde ich so eine Kiste irgendwo in der Ecke nehmen. Müssen wir später machen. Das sind Pollen, die schmeißen wir erstmal hier mit rein. Und dann können wir hier einmal unseren Schnorchel, den müssen wir wieder ablegen, ne? So, den brauchen wir aktuell nicht. Und dann können wir den hier erstmal mit reinlegen. Ja, was machen wir aus dem Spinnbrocken? Nicht mit, sondern aus? Gute Frage. Aber wir gehen jetzt erstmal ein bisschen jagen. Wir jagen jetzt Lebensmittel, Milben, Ameisen. Müssen wir noch ein paar killen. Und auf dem Rückweg können wir dann noch mal ein bisschen Gestängel mitnehmen. Okay, der hat uns nicht gesehen. Was seid ihr denn so viel unterwegs hier? Ich muss da hinten zum Blatt. Ja. Oh. Ihr seid aber auch... Jetzt seid ihr aber aktiv hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe! Ja. Ich hing fest. Die waren zu dritt, oder? That was refreshing. Aber noch, da waren noch drei Ameisen gerade hinter mir. So, die brauchen wir nicht. Nach Hause gehen. Beschaffen den nächsten Superchip. Ja, jetzt nicht, Tim. Wir haben zu tun. Wir müssen uns erstmal ausstatten hier. Wir können hier keinen Speedrun durch den Dschungel machen. Okay, Ameisen wollen wir ja auch. Erstmal müssen wir die... Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Erstmal müssen wir die ein bisschen separieren. Na, du sollst hier mit ins offene Gelände. Komm her. So. Das war knapp. Ups, der war daneben. Haben wir. Ah, im falschen Moment gesprungen. So, Nahkampf. Oh, keine Ausdauer. Das ist natürlich sehr praktisch. In so einem Messerkampf. Ja, gib hier keinen Platz, gib hier keinen Platz. Oh, die haben wir erledigt. Wir haben gut kassiert, wir haben gut kassiert. Echter Krieger. Valhalla wartet auf uns. Oh, die hat's da hingerafft. Danke, Spinne. Endlich ist das Mistviech mal zu was nütze. Und Stein, hier haben wir noch einen Pfeil.
Auf wen ist denn die gerade sauer? Auf die Spinne? Den können wir uns ja nochmal gleich ein easy wegsnacken hier. So, einmal aufs offene Gelände. Au. Das tat weh. Kleinen Moment, ich habe keine Ausdauer. Nein, nein. Ach, der kann im Sprung. Ich dachte, wenn ich seitlich springe, dann kriegt er mich überhaupt nicht. Also ich dachte, man kann den auch ausweichen. Scheint aber nicht so. Oh, Sau, du hast mich umgebracht hier. Ich habe jetzt mehr Leben als du. Oh, nee, habe ich nicht. Wieso hast du schon wieder so viel Leben? Au. Kann ich nicht mal blocken hier richtig? Oder ich bin zu doof dafür. Das kann natürlich auch sein. Möchte ich nicht ausschließen, aber... Nein. I love my backpack. This backpack. Ich dachte, der sagte mal my. So, hier haben wir noch einen Pfeil. Den nehmen wir auch mit. Gut. Was können wir denn jetzt noch holen? Wir brauchen noch eine Blattlaus. Ich würde sagen, wir gehen... Oh, wir müssen einmal was essen. Aber wir haben nichts. Das heißt, wir gehen jetzt einmal kurz zu unserem... Ja, die hängen wir ab. Wir gehen jetzt einmal zu unserer Abzweigstelle. Also zu unserer zweiten Minibasis. Unterschlupf. Mehr als Unterschlupf würde ich das jetzt nicht betiteln. 3, 2, 1, Zungenbrecher. Betiteln ist ein schweres Wort. Ja, dann sind wir doch schon fast da. Hier haben wir nämlich Rüsselkäfer. Und wir haben die Blattläuse. Das heißt, wir können hier ordentlich... Kann ich das Messer eigentlich werfen? Cool. Halt! Komm her, komm her, komm! Man nennt mich nicht umsonst den Schlitzer. Ah, der Schlechter von Grounded werde ich genannt. Gut, den können wir uns einmal schon hier braten. Wir haben ja hier auch einen Spießgrill. So, so und so. Dann können wir den nämlich zwischendurch essen. Davon brauchen wir jetzt aktuell nichts. Die Tür müssen wir zumachen, sonst kommen die Ameisen. Die riechen nämlich das geröstete Fleisch. Und dann klauen die mir das wieder. Da können wir noch einen Schluck trinken. Das ist frisches Wasser. Ein Glück bin ich mit meiner Fackel hier im Stealth-Modus unterwegs. Mist. Also diese Wolfsspinne, der möchte ich halt... Nein, mein Wasser. Der möchte ich halt ungern über den Weg laufen. Also ich möchte die nicht gegen mich haben. Die ist mir denn doch eine Nummer zu heavy. Vor allem mit meinem Kiesel durch. Mein schlechter hin oder her, ne? Aber gegen die habe ich keine Chance. Unsere Basis war jetzt wo? Ach, das ist pure Wissenschaft. Ich dachte gerade, das wäre der Laser. Komme ich denn da hoch?
Eine kleine Treppe bauen oder komme ich hier auf dem Rasen? Oh. Ist das doch der Laser? Nee, das ist auch pure Wissenschaft. Über ein Grashalm wäre schon praktisch, aber. Ein Safttropfen. Doch, das ist lecker. So, wie kommen wir hier hoch? Ich glaube, da muss ich mich hinbauen. Das sieht aktuell jetzt nicht so aus, als könnte ich hier groß rumklettern, um da hinzukommen. Obwohl. Okay, den haben wir. Bisschen hoch, ne? Das schaffe ich nicht. Ne, das schaffe ich nicht. Nein! Oh, das tat weh. Das tat weh. Naja, das holen wir uns später. Da müssen wir uns irgendwas hinstellen. Dass wir das vernünftig gesammelt kriegen. Ja, aber hier die Made nehmen wir mit, ne? Ein Prachtexemplar. Oh, die weint ja richtig. Schreit ja richtig um ihr Leben. Aber jetzt schlechter von Grounded lässt uns das kalt. Verdammt, wo bin ich hier? Ich habe mich verlaufen. Da ist so ein. Und der sagt. Also nach da. Wobei an den Saftpäckchen. Ach. Ach, hier sind wir. Ja, moin. Den nehmen wir noch mit. Mein Messer. Wie geht das denn? Abgeprallt. Na gut. Da rösten wir noch, dann essen wir was, damit wir uns ein bisschen heilen. Und dann fangen wir an, Blattläuse zu jagen. Und zu den blöden Milben müssen wir ja auch noch hin. Oh Gott, wir haben einfach zu viel zu tun. Ich glaube, ich plane immer in zu großen Dimensionen. So, einen Stein einmal raus. So. So. Und. Das war gut. Gibt doch nichts Besseres als so ein Käfersnack. Gut. Jetzt brauchen wir Blattlaus und Milbe. Noch eine Blattlaus, da wäre ich schon zufrieden. Fürs Erste. Die haben wir. Ja, die ist halt nicht so groß wie ein Bombardierkäfer, ne? Also das trifft man denn auch mal. Oh, hier gibt es so viele Möglichkeiten. Es gibt so viel, was wir noch machen können und eigentlich auch entdecken können.
würde jetzt aber zum aktuellen Zeitpunkt keinen Sinn machen, weil wir uns erstmal richtig ausstatten müssen. Und hier haben wir halt einiges von dem, was wir brauchen. Gleich um die Ecke. Und es ist sicher hier, ne? Also das muss man ja auch sagen. Bis auf diese Wolfsspinne, die hier bei Nacht patrouilliert, haben wir hier absolut keine Enemies. Bis jetzt. Wie viele Pfeile brauche ich für so eine Fliege? Ein. Haut der Pfeil erstmal nach oben ab. Ja, frech, ne? Okay, Fliegen sind also auch leicht zu kriegen mit dem Bogen. Da reicht sogar noch der erste. Mein Inventar ist voll. Wo gibt's denn sowas? Verdorbenes Fleisch. Dieses Fleisch ist dann wohl verdorben. Essen sollte man das nicht mehr. Aber vielleicht hat es ja einen anderen Nutzen. Ja, aktuell für uns nicht. Wir schmeißen das weg. Das holen sich die Ameisen, die freuen sich und nehmen den mit. So, und wenn wir jetzt voll sind, wir haben jetzt eine Blattlaus, wir haben noch keine Milben. Ach, hier ist die Tür. Ach, Herr Gott. Ja. Den darauf. Die anderen beiden nehmen wir. Dann kommt der da drauf und... Achso, nee, den nicht. Just like a fruit pounder. Oh, damit sind wir wieder ordentlich geheilt. Können wir hier noch ein bisschen was aussortieren? Das kann erstmal hier rüber. Das auch. Der auch. Brauche ich sowieso nicht. Nehmen wir mit. So. Dann machen wir jetzt schön uns noch einen gemütlichen bei Lagerfeuer. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüssi.